Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Medizin für Jedermann am Uniklinikum in Leipzig. Heute ganz in Verpackung, pandemiegerecht. Und zum Thema heute Abend wird sprechen über seelische Belastungen in der Corona-Pandemie. Was tun? Das bewegt uns alle. Jeder von uns ist davon berührt, ob persönlich oder in der Nachbarschaft oder auf Arbeit mit Kollegen, Freunden, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich heute, Herrn Professor Dr. Georg Schomerus, den Leiter, der Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hier am Uniklinikum in Leipzig zu begrüßen, und übergebe ihm das Wort. Bitte geben Sie Ihre Fragen weiter im Chat ein und er wird darauf antworten, soweit es geht, im Vortrag und natürlich dann auch im Anschluss an den Vortrag. Viel Freude dann. Herr Schomerus. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich werde gleich meine Maske abnehmen können, weil Professor Roth das Studio hier verlässt und ich dann hier alleine bin und deshalb Corona-gerecht trotzdem ohne Maske mit Ihnen sprechen kann. Das ist tatsächlich angenehmer. Das Thema ist ja ein großes Thema, eins, was uns jetzt wirklich schon eine ganze Weile beschäftigt. Wenn man bei Google sucht Corona und Psyche, kriegt man 25 Millionen Treffer und die habe ich mir nicht alle angeguckt. Also was ich Ihnen heute präsentiere, sind wissenschaftliche Arbeiten, zum größten Teil Übersichtsarbeiten, um mal zusammenzufassen, wo wir bei diesem schwierigen Thema jetzt gerade stehen. Ich werde sprechen über die psychischen Folgen einer Corona-Infektion, dann über die psychischen Folgen, die wir alle, ob wir nun infiziert waren oder sind oder nicht, spüren, weil wir alle in dieser Pandemiesituation uns befinden, und dann am Ende überlegen, was wir eigentlich machen können. Zunächst ist es wichtig, sich zu überlegen, worüber man gerade spricht. Also gerade bei Corona, bei Covid-19 gibt es ja eine ganze Reihe von Begriffen, die uns allen inzwischen mehr oder weniger geläufig sind. Also zunächst mal haben wir eine akute Infektion, das nennen wir das akute Covid-19, die akute Covid-19-Erkrankung. Und da geht man erstmal von 4 Wochen aus. Die dauert natürlich individuell mal länger, mal geht sie schneller vorbei, manchmal merkt man sie gar nicht. Aber ab 4 Wochen spricht man dann von Long-Covid. Das heißt, alle Symptome, die man hat nach 4 Wochen, sind Langzeitsymptome. Die müssen dann nicht noch sehr viel länger andauern. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber nach 4 Wochen heißt es Long-Covid. Oder wenn man genauer ist, sagt man anhaltend symptomatisches Covid-19. Und nach 12 Wochen, wenn man dann immer noch Symptome hat, dann spricht man vom Post-Covid-Syndrom. Das heißt, wir haben Long-Covid als Überbegriff und wir haben ab 12 Wochen dann Post-Covid, weil man dann davon ausgeht, dass die akute Infektion jetzt wirklich vorbei ist und die Symptome, die man jetzt noch hat, quasi nach der Infektion weiter bestehen. Diese Long-Covid-Symptome, also alles, was nach 4 Wochen noch besteht, das sind eine ganze Menge. Das ist aus einer aktuellen Übersichtsarbeit, die sehr viele Arbeiten zusammengefasst haben und geguckt haben, wie viele Patienten haben nach einer Corona-Erkrankung nach 4 Wochen noch Symptome. Und da muss man sagen, 80% haben mindestens noch ein Symptom. Und die allermeisten, also über die Hälfte, haben mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen. Die nächstgrößte Symptomgruppe, das sind die Kopfschmerzen, dann kommen die Aufmerksamkeitsstörungen. 25% klagen über Haarausfall, 24% über Kurzatmigkeit. Aber Sie sehen, das sind jetzt keine psychiatrischen Krankheiten, sondern das sind einfach anhaltende Krankheitssymptome. Das hier sind die ganzen Symptome, die was mit dem Kopf, also mit dem Gehirn und mit der Psyche zu tun haben. Da würde ich auch die chronische Müdigkeit mit einrechnen, die Kopfschmerzen, Aufmerksamkeitsstörungen haben 27%, Riechstörungen 21%, Gedächtnisstörungen. Und dann kommen die eigentlich psychiatrischen Symptome. 13% klagen über Angst, 12% über Depressionen und 11% über Schlafstörungen, über diese ganzen vielen Studien hinweg gemittelt. Die Frage, ob Covid-19 psychisch krank war, die hat sich gestellt, weil man in Langzeit, also weil man vor allem im Vereinigten Königreich gemerkt hat, wenn man die im großen Stil die Patientenakten von Corona-Patienten sich angeschaut hat, also Zehntausende von Akten, dass man dann gesehen hat, dass ein sehr hoher Prozentsatz von Patienten psychiatrische Diagnosen hatten. Also 25% hatten eine Depression. Sodass man wirklich den Eindruck hatte, also Corona oder Covid-19 macht ja sehr, sehr viele verschiedene Symptome, möglicherweise eben auch psychische Krankheiten.
Inzwischen gibt es dazu neuere Studien und vor allem Übersichtsarbeiten, die sehr, sehr viele Studien zusammenfassen. Und eine dieser Übersichtsarbeiten will ich Ihnen vorstellen, eine systematische Übersichtsarbeit. Systematisch heißt, dass jemand sich die Mühe gemacht hat und wirklich versucht hat, alle Arbeiten zu finden, die es gibt, indem man einfach in allen Datenbanken nach einem bestimmten Schema sucht und dann zigtausende von Treffern hat und die sich dann per Hand anschaut, um zu gucken, welche Studien sind wirklich jetzt relevant für meine Fragestellung. Und die Autoren dieser Studie haben alles eingeschlossen, was bis August 2021 erschienen ist, und sind dann auf insgesamt 33 Studien gekommen, die 6.743 Personen untersucht haben, bei denen die Covid-Erkrankung länger als 4 Wochen her war und die immer noch Symptome hatten. Oder bei denen die Erkrankung so lange her war und dann hat man geguckt, welche Symptome die hatten, so muss man sagen. Und erfasst wurde die Häufigkeit und die Schwere dieser psychischen Symptome. Das heißt, es ist jetzt eine Zusammenfassung von ganz vielen Studien. Und das sieht zum Beispiel so aus, dass man jetzt ein Messinstrument von Angstsymptomen hat, der GAD-7, und der hat einen Score. Je höher der Score ist, desto mehr Angst hat derjenige. Und hier sehen Sie, dass verschiedene Arbeitsgruppen Patienten untersucht haben und die hatten alle so Angstscores so zwischen 4 und 6, die meisten. Also in der Gesamtstichprobe dieser Untersuchung lag der Mittelwert immer so etwa zwischen 4 und 6, und das ist tatsächlich bei diesem Instrument gerade die Grenze zwischen keine Angstsymptome und milde Angstsymptome. Das heißt, die hier untersuchten Patientengruppen hatten im Mittel milde Angstsymptome. Bei der Depression sieht das Bild ein bisschen unterschiedlicher aus. Da waren die Patientengruppen waren unterschiedlich schwer betroffen. Hier wieder alle Studien, die mit dem PHQ-9, einem sehr etablierten Depressionsinstrument, untersucht wurden. Der PHQ-9 zum Beispiel, der maximale Wert ist 27. Wenn man alle Symptome maximal hat, dann hat man einen Score von 27. Hier sehen Sie, dass die Menschen in diesen Gruppen Scores hatten im Mittel eben so zwischen 2 und 8. Und die Grenze zwischen keiner Depression und einer leichten Depression liegt bei 5 Punkten, genau wie bei dem anderen Instrument. Und auch hier ist es so, dass im Mittel die Patienten mindestens 4 Wochen nach ihrer Corona-Infektion leichte depressive Symptome hatten. Also kann man sagen, es gibt eine Symptombelastung und die ist insgesamt mild. Aber jetzt ist es vielleicht ja nicht richtig, alle Leute so über einen Kamm zu scheren. Es kann sein, dass in der Gruppe insgesamt die Symptome mild sind, aber dass es einige Leute gibt, die schwerer betroffen sind, die nicht nur mild betroffen sind, sondern die eine richtige Depression zum Beispiel haben oder eine richtige Angststörung. Und die Autoren dieser Studie haben das auch nochmal untersucht und haben geguckt, wie viele Menschen hatten jetzt 1 bis 3 Monate nach der Infektion tatsächlich eine Angststörung oder eine Depression oder eine PTSD, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da sehen Sie, in der ersten Zeit nach der Infektion waren es immerhin 20%. 1 von 5 hatte jeder diese Diagnosen. Dann haben die sich Studien angeguckt, die diese Prävalenz, also die Häufigkeit, nach mehr als 3 Monaten untersucht haben. Und da sehen Sie, dass die Häufigkeit dann abgenommen hat. Da waren es nur noch 10 bis 12%. Also kann man sagen, die Häufigkeit von psychischen Störungen nimmt nach 3 Monaten deutlich ab. Und wenn man sich dann noch anschaut, welche Studien besonders hohe Werte hatten und welche eher niedrigere Werte hatten, dann ist es so, dass Studien, die so nach Symptomen gefragt haben, haben sie sich in den letzten 2 Wochen zum Beispiel, also fiel es ihnen schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, also nach einzelnen Symptomen gefragt haben, die hatten eher hohe Werte, während Studien, die wirklich sich mit den Leuten unterhalten haben, die sich hingesetzt haben und ein Interview geführt haben, um wirklich abzuklopfen, liegt eine psychische Störung vor oder nicht, die hatten eher niedrige Werte. Sodass man insgesamt jetzt der Auffassung ist, es gibt keine Belege, dass die Covid-19-Infektion selber psychische Krankheiten auslöst. Wir haben zwar erhöhte Werte an Depressivität und an Ängstlichkeit, aber die haben wir im Moment in der Allgemeinbevölkerung auch. Da werde ich gleich darauf kommen. Wir haben also insgesamt eine Belastung, die sich etwa auf dem Niveau der Allgemeinbevölkerung bewegt, die direkt nach der Infektion hoch ist und die dann im Zeitverlauf wieder abnimmt. Trotzdem
selbst wenn Corona jetzt keine direkt psychische Krankheiten auslöst, ist es ja trotzdem eine Krankheit, die mit einer erheblichen Belastung einhergeht. Auch das haben sich Studien angeschaut und haben geguckt, Leute, die jetzt wirklich 12 Wochen nach der Infektion immer noch Symptome haben, die also ein Post-Covid-Syndrom haben, wie geht es denen? Und da zeigt sich, dass zum Beispiel 32%, also fast ein Drittel, immer noch über diese Fatigue klagen, über diese chronische Müdigkeit. Und dass einer von 5 über kognitive Beeinträchtigungen klagt, dass die Menschen sich nicht mehr gut konzentrieren können. Die sind wirklich eingeschränkt. Viele sind auch sehr lange arbeitsunfähig und fühlen sich anders als vorher. Insgesamt haben Leute, die dieses Post-Covid-Syndrom haben, eine deutlich niedrigere Lebensqualität. Die sind insgesamt belastet. Und besonders stark ist die Lebensqualität bei denjenigen verringert, die über diese Fatigue klagen, über die Müdigkeit oder die einen ITS-Aufenthalt hinter sich haben. Wir haben selber hier in Leipzig an der Uniklinik zusammen mit der Long-Covid-Ambulanz und dem Live-Studienzentrum eine Long-Covid-Studie gemacht, die immer noch läuft, wo wir Patienten auch tatsächlich interviewt haben, die eben in diese Long-Covid-Ambulanz gekommen sind. Und wir haben im Grunde genau das Gleiche gefunden. Wenige Leute, die tatsächlich eine neue psychiatrische Krankheit entwickelt haben, aber sehr, sehr viele Leute, die stark belastet sind und die zum Teil nicht nur durch die Erkrankung belastet sind, sondern auch dadurch, wie wir mit der Erkrankung umgehen. Also dieser Konflikt zum Beispiel, unter dem wir alle leiden, zwischen Leuten, die die Krankheit nicht sehr ernst nehmen, auf die leichte Schulter nehmen oder die Maßnahmen gegen die Erkrankung für völlig übertrieben halten, und Leuten, die die Krankheit erlebt haben und sagen, das kann doch nicht sein, es ging mir so schlecht, es geht mir immer noch schlecht und jetzt erzählen mir diese Leute, das ist gar nicht so schlimm. Also das ist für die Leute zum Teil sehr belastend. Das ist auch nachvollziehbar, dass unsere angespannte gesellschaftliche Stimmung da einfach, die schlägt uns allen aufs Gemüt, aber wenn man die Krankheit erlebt hat und gemerkt hat, wie ernst das sein kann, dann ist man da wahrscheinlich noch dünnhäutiger. Die Menschen, die auf der Intensivstation waren, das sind ja die wirklich am schwersten betroffen waren, und die Hälfte von denen ist ja dann tatsächlich gestorben. Aber diejenigen, die die Intensivstation überlebt haben, die haben nochmal ein ganz eigenes Bündel zu tragen, das sogenannte Post-Intensive-Care-Syndrom, also das Syndrom nach der Intensivbehandlung, was jetzt gar nicht direkt auf die Corona-Infektion zurückgeht, sondern darauf, dass man wochenlang auf der Intensivstation lag, vielleicht beatmet wurde und da einfach viele Dinge erlebt hat. Das ist ein Syndrom, das körperliche Symptome hat, das kognitive, also Gedächtnis-, Konzentrationssymptome hat und auch psychische Symptome. Und es gibt eine Studie aus New York, die über 400 ITS-Überlebende nachverfolgt hat. Und da hatten eben fast die Hälfte hatten psychische Beschwerden nach dem ITS-Aufenthalt. Sehr viele von denen hatten ein depressives Syndrom und immerhin 20% hatten eine mittelgradige bis schwere depressive Episode. Viele von denen entwickeln auch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, die Folgen der ITS-Behandlung sind jetzt nicht spezifisch für Corona, aber spezifisch für, ich war auf der Intensivstation, und sind natürlich für die Leute, die das erleben mussten, total relevant und sehr belastend. Wir können also sagen, die Corona-Infektion belastet. Sie macht nicht psychisch krank, aber sie stellt die Leute doch vor erhebliche Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel auch Patienten gesehen, die sehr verunsichert davon waren, dass sie ihrem eigenen Körper nicht mehr trauen können, weil der, obwohl sie jung und gesund waren vor der Infektion, auf einmal nicht mehr so ist wie vorher. Durch diese Müdigkeit, durch Schwäche, durch Konzentrationsstörung. Das ist sehr verunsichernd. Und die Langzeitfolgen der Covid-19-Infektion, das ist ja was, da warten wir im Grunde drauf, denn wir wissen es nicht, weil es die Krankheit ja, wie wir alle wissen, erst seit knapp 2 Jahren überhaupt gibt. Das heißt, da ist auch noch viel Forschungsbedarf und es ist noch lange nicht ausgemacht, was wir da noch alles möglicherweise auch an Langzeitfolgen finden werden. Jetzt möchte ich im zweiten Teil auf die Folgen der Pandemiesituation eingehen, weil wir alle ja von Corona betroffen sind, ob wir jetzt die Infektion haben oder hatten oder nicht. Und da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe Studien, auch solche Übersichtsarbeiten. Zum Beispiel hier eine systematische Übersicht über frühe Studien, also bis Mai 2020. Das war jetzt direkt nach der ersten Welle. Und da hatten in der Allgemeinbevölkerung doch 15% Symptome einer Angststörung oder hatten eine Depression oder hatten Schlafstörungen.
und 22% hatten eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wenn man diese Prävalenzen in der Allgemeinbevölkerung, also die Häufigkeit, vergleicht mit der Häufigkeit in ähnlichen Studien vor der Pandemie, dann sieht man, dass die Belastungen deutlich angestiegen sind. Das ist an vielen Leuten nicht spurlos vorübergegangen. Das kann man auch anhand von Daten aus Deutschland zeigen. Wir haben ja die NACO, die nationale Kohorte. Das sind über 100.000 Leute, die in den letzten Jahren in diese Kohorte eingeschlossen wurden, die sehr genau untersucht wurden, auch wie es ihnen psychisch geht. Und jetzt hat man in der ersten Welle der Pandemie viele von denen nochmal untersucht und konnte gucken, wie sich die Belastung dieser Kohorte verändert hat. Und da zeigt sich, links ist die Depression, das ist wieder dieser PHQ-9, wieder das gleiche Instrument. Die Depressivität ist also deutlich angestiegen und die Ängstlichkeit auch. Und jetzt ist diese Grafik so, dass das aufgetragen ist nach dem Alter. Wir haben unten das Alter der Probanden. Also links sind die ganz jungen Leute und rechts sind die älteren Leute. Und da ist einmal dieser Buckel ist lustig, weil er zeigt, insgesamt nimmt zum Beispiel die Depressivität über das Berufsleben eher ab. Und bevor es dann in die Rente geht, dann nimmt sie nochmal zu. Und wenn man dann das Rentenalter erreicht hat, dann geht es einem auch wieder besser. Und dann wird es wirklich nochmal deutlich besser. Den alten Leuten geht es eigentlich, was Depressivität und Ängstlichkeit angeht, am besten. Und das hat sich auch in der Pandemie nicht geändert. Nämlich die Zunahme der Symptome fand vor allem in den jüngeren Jahrgängen statt. Also alles, was so 50 und jünger war, das nett, gehöre ich auch noch dazu, war besonders stark betroffen von der Pandemie. Meine Kollegin, also diese Folien, die verdanke ich Frau Professor Riedel-Heller vom Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health, die an dieser Auswertung beteiligt war und die auf dem DGPPN-Kongress auch schon präsentiert hat, diese Daten. Und das ist eine Studie aus unserem Haus. Frau Professor Rummel-Kluge hat sehr früh in der Pandemie einen Fragebogen an alle Studierenden der Universität Leipzig verschickt. Und von denen haben tatsächlich 15% teilgenommen und die wurden darin auch nach ihren psychischen Beschwerden befragt. Und die wiesen damals, also kurz nach der ersten Welle der Pandemie, erhebliche Symptome auf. 37% hatten klinisch relevante depressive Symptome, also über dem Schwellenwert von 10 Punkten auf diesem PHQ. Also das ist eine klinisch relevante Depression. Und zwar waren vor allem diejenigen depressiv, die wenig soziale Unterstützung hatten, die sich selber, die eine geringe Selbstwirksamkeit hatten, die sich also unsicher waren, ob sie Dinge auch schaffen können, die wenig direkte soziale Kontakte hatten, die sich stärker gestresst gefühlt haben, die sich stärker als einsam erlebt haben, die mehr Alkohol getrunken haben, die auch deren Essverhalten ungesünder war. Das alles hängt so zusammen mit einer stärkeren Depressivität. Man weiß nicht, was da jetzt die Ursache und was die Wirkung war. Aber man zeigt, dass es einfach eine bestimmte Gruppe ist, die deutlich stärker belastet war. Was die Studierenden geschützt hat, waren eigene Kinder. Gleichzeitig, was schlecht war, wenn man finanziell in Nöte gekommen ist, weil der Studierendenjob zum Beispiel weggebrochen ist. 15% der Befragten haben über Suizidgedanken in den letzten 2 Wochen berichtet. Das ist sehr viel und Suizidgedanken sind nicht ohne, weil dadurch natürlich tatsächlich die Gefahr steigt, dass man sich selber was antun könnte. Und immerhin 3% hatten mindestens einen Essanfall pro Woche. Also die Gruppe der Studierenden war tatsächlich belastet. Und jetzt haben die Kollegen im letzten Jahr diese Befragung ein Jahr später wiederholt und haben wieder alle Studierenden der Universität Leipzig befragt. Diesmal haben sogar 25% teilgenommen. Und da zeigte sich, dass insgesamt die Belastung zugenommen hat. 20% waren aktuell oder in der Vergangenheit von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und wenn man sich jetzt die verschiedenen Symptome anschaut, dann sieht man, dass die Depressivität unter den Studierenden zwischen 2020 und 2021 nochmal deutlich angestiegen ist, dass suizidale Gedanken noch häufiger geworden sind, das waren jetzt fast 17%, dass auch der riskante Alkoholkonsum deutlich häufiger geworden ist, dass es also den Studierenden tatsächlich im Verlauf der Pandemie immer schlechter gegangen ist. Und jetzt muss man sich fragen, warum trifft es eigentlich diese jungen Leute so stark? Am Anfang der Pandemie haben wir uns ja, und wir machen uns immer noch, Sorgen um alte Leute. Einfach weil die für die Infektion sehr viel empfänglicher sind, also viel schlimmere Infektionsfolgen haben, viel schwerere Verläufe, viel eher intensivpflichtig werden, viel öfter daran sterben. Das war eine Gruppe, um deren Schutz man sich zu Recht sehr gekümmert hat. Und trotzdem sind diese ganzen, die psychische Belastung war offensichtlich für die jungen Leute viel stärker.
Und um das zu verstehen, muss man sich, glaube ich, einfach nur anschauen, wie die Leute leben. Also was die sozialen Netzwerke in den verschiedenen Altersgruppen ausmacht. Und da ist es eben so, dass für junge Menschen es sehr viele unterschiedliche Beziehungen gibt. Man hat enge Freunde, man hat entfernte Freunde, man hat Bekannte. Man hat Leute, die man neu kennenlernt, man hat Leute, mit denen man sich neu zusammentut. Man geht Beziehungen ein, man trennt sich wieder. Die Beziehungen sind unterschiedlich intensiv und da verändert sich eigentlich viel. Das ist auch wichtig so, denn man findet ja erst so seinen Platz und sein Beziehungsgeflecht und vielleicht seine Familie. Deshalb hat da auch die Peer Group, also die Gleichaltrigen, spielen eine ganz wichtige Rolle. Bei älteren Menschen sieht das anders aus. Die haben, je älter man wird, desto weniger soziale Beziehungen hat man, aber die sozialen Beziehungen werden immer wichtiger und werden auch immer wohltuender für einen. Man konzentriert sich einfach auf das, was einem gut tut. Das heißt, man hat wenige, aber wichtige Beziehungen. Da verändert sich auch nicht mehr so viel. Und die Familie spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Und das waren Beziehungen, die sich insgesamt in der Pandemie auch nicht so sehr verändert haben. Aber die Einschränkungen der sozialen Kontakte, der Lockdown, der ja notwendig war, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, insbesondere im letzten Jahr, als es noch keine Impfung gab und wirklich wir alle diesem unbekannten Virus ausgeliefert waren, da mussten die sozialen Beziehungen eingeschränkt werden. Und das war für diejenigen am härtesten, die die meisten Beziehungen haben und für die diese Beziehungen auch einfach für die seelische Gesundheit am wichtigsten sind. Das sind die jungen Leute. Die waren also unverhältnismäßig stark durch diese Lockdown-Maßnahmen betroffen. Es macht auch einen Unterschied, ob man einen Lockdown in seiner WG erlebt, mit jemandem, den man vielleicht gar nicht so gerne mag oder mit dem man gar nicht so eng ist, oder in der Familie, wo man sich wo man einfach auch hingehört sozusagen. Es gibt aber noch andere vulnerable Gruppen. Das ist eine Längsschnittstudie aus England, die immerhin 36.000 Probanden im Verlauf der Pandemie, im Verlauf der ersten Welle untersucht haben. Das war eine Kohorte, die gab es schon vorher. Die wurden immer wieder befragt. Und dann hat man einfach geguckt, wie verändert sich das in der ersten Welle der Pandemie. Und da zeigte sich, dass vor allem die jüngeren Menschen, aber auch Frauen, Menschen mit geringerer Bildung, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen, die vorher schon psychisch krank waren, Leute, die alleine leben und Leute und Eltern besonders stark durch psychische Symptome belastet waren. Und hier sind die Ergebnisse dieser Studie nochmal aufgezeigt. Das will ich Ihnen kurz erklären. Wir fangen mal links oben an, bei der Grafik, wo A drüber steht. Da sehen Sie die Angstsymptome, wie die sich im Verlauf von 12 Wochen verändert haben. Und da sehen Sie insgesamt, die waren hoch und haben dann mit der Zeit abgenommen. Und dann sehen Sie, die roten Punkte sind die Frauen und die blauen Punkte sind die Männer. Und da sehen Sie, dass Frauen stärker von Angst betroffen waren als Männer. Darunter die Nummer C, da geht es jetzt um Bildung. Und da sehen Sie grün, die Leute mit der niedrigsten Bildung waren am stärksten von Angst betroffen. Rechts daneben, die Nummer D, Einsamkeit. Leute, die mit Kindern leben, waren stärker von Angst betroffen als Leute, die alleine leben. Aber da hat sich das über den Verlauf angeglichen. Und rechts oben, das ist der größte Unterschied und das sind wieder die Altersgruppen. Da merkt man, dass einfach von Anfang an die jungen Leute wesentlich stärker durch Angst belastet waren als die älteren Leute. Und je älter man war, desto gelassener konnte man sozusagen diese Pandemie erleben. Und das ist bei anderen, bei Depressivität und so weiter, zeigt sich da ein ganz ähnliches Bild. Jetzt hatten wir die Menschen mit psychischen Erkrankungen als besondere Risikogruppe schon mal erwähnt. Und das ist ja auch erstmal einleuchtend, jemand, der schon psychisch angegriffen ist, der vielleicht auch auf Unterstützung angewiesen ist. Wie wirkt dieser Wegfall von Unterstützung, dieser Lockdown auf Menschen mit psychischen Krankheiten? Und das ist eine Studie, die hat auch immer noch in der ersten Welle der Pandemie Menschen vor der Pandemie untersucht und nachher und immer geguckt, wie viele psychiatrische Diagnosen haben die. Und klar, je mehr Diagnosen man hat, desto kränker ist man. Und unten, das sind die blauen Vierecke, das sind die Leute, die gar keine psychiatrischen Diagnosen hatten. Und da hat zum Beispiel die Depressivität links zugenommen. Und auch die Angst und die Sorgen und die Einsamkeit. Die waren zwar insgesamt am wenigsten belastet, aber man sieht deutlich, dass die Belastung zugenommen hat. Und dann oben drüber haben wir die Leute mit einer Diagnose, mit zwei, mit drei, mit vier und bis über 5 Diagnosen. Das sind die roten. Und bei den
roten Punkten sieht man jetzt, dass sich das umgedreht hat, dass die Leute, die am Anfang am stärksten belastet waren, im Verlauf der Pandemie sogar weniger belastet waren. Da hat die Depression abgenommen und die Angst. Die waren zwar immer noch viel stärker belastet als alle anderen, aber da merkt man, dass die Pandemie tatsächlich eher zu einer Reduktion der Symptomatik geführt hat. Und das ist was, das haben wir in unserer Klinik auch gesehen bei Patienten. Also gerade die Leute, die schwer krank waren, um die wir uns am Anfang die meisten Sorgen gemacht haben. Einige von denen sind erstaunlich gut durch diese Zeit gekommen, weil die Krisen erfahren waren, weil die auch das Gefühl hatten, na, jetzt geht's auch mal allen schlecht, jetzt müssen wir alle zu Hause bleiben, ich traue mich nicht raus, aber alle anderen können auch nicht raus. Dann fällt auch so ein bisschen dieser Druck weg, dass man was muss. Das haben viele auch als Entlastung erlebt. Und auch das Gefühl, dass man einsam ist, ist vielleicht weniger schmerzhaft, wenn man weiß, dass gerade alle allein in ihren Wohnungen zu Hause sitzen, das was ist, was wir mit allen teilen. Also das ist jetzt eine mögliche Erklärung. Insgesamt wissen wir aber gar nicht, wie sich die Pandemie langfristig auf Menschen mit psychischen Krankheiten ausgewirkt hat. Das ist auch eine Folie von Frau Professor Riedl-Heller. Wir wissen nicht, wie sich diese Maßnahmen der Distanzierung auf den Verlauf von psychischen Krankheiten ausgewirkt haben. Also wir hatten Leute mit Suchtkrankheiten, die dann auf einmal nicht mehr in ihre Selbsthilfegruppe gehen konnten und dann rückfällig geworden sind. Da war wirklich diese soziale Isolierung, hatte ganz klar starke negative Folgen. Andere haben das nicht so stark wahrgenommen. Andere konnten auch auf alternative Wege umsteigen. Die haben dann Telefonkontakte gehalten. Wir haben auch Videosprechstunden oder Chats angeboten. Das wurde sehr gut angenommen. Also das war auch eine individuelle Sache. Wir hatten natürlich und haben auch immer noch eine Einschränkung der Versorgungssituation. Auch weil wir natürlich durch die Belastung der Bevölkerung haben wir einen ganz großen Bedarf an Psychotherapie zum Beispiel. Viel mehr als vor 2 Jahren. Trotzdem haben wir jetzt aber nicht auf einmal mehr Psychotherapeuten. Und deshalb sind die Wartelisten unserer Ambulanz, die Wartelisten bei den ambulanten Psychotherapeuten. Überall merkt man, dass das System an der Oberkante ist und es viele Leute gibt, die gerne Behandlung hätten, aber gar nicht dahin kommen. Und dann haben wir natürlich auch die wirtschaftlichen Folgen, die sich jetzt so langsam zeigen, wenn Leute ihre Arbeit verloren haben, wenn Leute über eine längere Zeit weniger Geld hatten als sonst. Das sind alles Folgen, die wir noch nicht absehen können und wo natürlich Menschen mit psychischen Krankheiten immer eine Gruppe sind, die besonders empfindlich ist, also vulnerabel ist und wo wir sehr genau gucken, ob da nicht noch weitere Langzeitfolgen hinterherkommen. Ich möchte da noch kurz eine andere vulnerable Gruppe sozusagen erwähnen, weil das wichtig ist, also nämlich die Eltern. Denn die Eltern, es ist immer noch so, dass die eigentlich wirklich die Hauptlast der Pandemie tragen, weil die sich um alles kümmern müssen. Weil die sich darum kümmern müssen, dass entweder die Kinder in die Schule gehen und dann die Sorge haben, dass die dann mit Corona nach Hause kommen. Oder wenn die Klassen zumachen, dass man auf einmal die Kinder wieder zu Hause hat, obwohl man selber gar keinen Urlaub hat, obwohl man gar nicht im Homeoffice ist. In der ersten Pandemiewelle waren alle zu Hause. Viele mussten im Homeoffice arbeiten und sich trotzdem um ihre Kinder kümmern. Also es ist total klar, dass die Eltern sehr belastet waren und wahnsinnig viel Arbeit leisten. Alleinerziehende, eine Gruppe, die Arbeit leisten. Alleinerziehende, eine Gruppe, die mehr leisten. Alleinerziehende, eine Gruppe, die mehr zu schultern hat und in dem Fall eben noch besonders viel aufgebürdet bekommen hat. Eltern, die viele Kinder hatten, also 2 oder mehr. Das Homeoffice war immer noch eine zusätzliche Belastung und natürlich auch finanzieller Stress, der einfach den Stress insgesamt erhöht. Es gibt da gute Studien jetzt, die große Gruppen von Eltern und Kindern untersucht haben und die zeigen, dass einfach sehr, sehr viele Menschen über Belastung klagen, also sowohl die Eltern als auch die Kinder. Und da gibt es natürlich besondere Kinder von Risikogruppen, wo einfach viele Belastungen zusammenkommen. Das ist niedrige Bildung oder Migrationshintergrund oder beengter Raum oder auch geringes Einkommen. Das sind alles Faktoren, die einfach den Stress erhöhen. Das kann man sich vorstellen. Und wenn der Stress größer ist, dann steigt auch die Belastung. Eine spannende Frage war ja auch, wie sich eigentlich der Alkoholkonsum und anderer Suchtmittelkonsum in der Pandemie verändert. Und das ist eine Studie meines Kollegen Jürgen Mantei, der zusammen mit anderen Kollegen eine große Stichprobe von Konsumenten in Europa online befragt hat, also fast 36.000, also irrsinnig viele. Die mussten alle sagen, ob sie jetzt eigentlich in der Pandemie weniger, viel weniger, gleich viel, bisschen mehr oder viel mehr Alkohol trinken, Tabak rauchen, Cannabis zu sich nehmen, andere illegale Drogen nehmen.
Und da zeigen sich tatsächlich zwei unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die weniger genommen haben. Es gab zum Beispiel auch den Effekt, dass illegale Drogen zurückgingen, weil man einfach weniger Möglichkeiten hatte, an die ranzukommen. Der Alkoholkonsum hat zum Teil abgenommen, weil die Orte, wo man Alkohol trinkt, Clubs, Bars, Kneipen, Gaststätten zu waren und zum Teil ja immer noch zu sind, sodass man einfach weniger Möglichkeiten hat. Und dann gab es aber andere Leute, die auch deutlich mehr getrunken haben, die einfach wegen der Pandemie den Konsum erhöht haben. Und das waren besonders Leute, die gestresst waren, die zum Beispiel psychische Krankheiten hatten, die Verantwortung für Kinder zu Hause hatten, eher Leute mittleren Alters, Leute, die vor der Pandemie schon riskant konsumiert haben, haben dann eher noch mehr konsumiert. Und Menschen, die vor der Pandemie zu Hause konsumiert haben, haben eben eher den Konsum gesteigert als Leute, die vor allem außerhalb des Hauses konsumiert haben. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn die Gelegenheiten außerhalb des Hauses wegfallen, dann nimmt das eine ab. Aber zu Hause ist man ja immer noch allein und hat einfach wesentlich mehr Gelegenheit und vielleicht auch mehr Grund, um Substanzen zu nehmen. Alle sind belastet. Und dann gab es jetzt auch Studien, die untersucht haben, was schützt uns eigentlich vor Belastung? Wer kommt eigentlich jetzt gut durch diese Belastung? Und das ist eine sehr komplizierte Grafik, die ich gar nicht im Detail erklären will. Rote Pfeile heißen immer, ist schlecht. Grüne Pfeile heißen, ist gut. Und da sehen Sie links oben zum Beispiel das Alter. Das ist eigentlich gut, weil man dann weniger gestresst ist, weniger Angst hat. Trotzdem sind alte Menschen zum Beispiel häufiger von Suiziden betroffen. Das heißt, da ist das Alter wieder ein Risikofaktor. Was hier interessant ist, ist, dass Verschwörungstheorien auch in dieser Grafik auftauchen. Und diese Verschwörungstheorien oder diese sehr starken Meinungen über Corona sind ja was, was aus unserem öffentlichen und auch privaten Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Und da ist doch die Frage, ist das eigentlich gut oder schlecht? Also einmal kann man ja sagen, also diese Pandemie ist ja unerträglich unsicher. Also man sieht es nicht. Inzwischen ist es ja schon so, dass jeder von uns Leute kennt, die Corona hatten. Und die meisten von uns werden auch Leute kennen, die daran gestorben sind. Oder die jemand kennen, der daran gestorben ist. Trotzdem war das ja lange was Unsichtbares. Also bei einem Erdbeben sieht man einfach die Gebäude, die kaputt sind. Bei Corona hat man nichts gesehen. Das musste man sich einfach erzählen lassen. Das musste man glauben oder nicht. Das ist was anderes. Dann ist es so, dass es was Neues war, dass es uns massiv eingeschränkt hat, und die Bundeskanzlerin hat das gleich zu Anfang gesagt, dass es wirklich eine Krise ist, die man mit anderen Naturkatastrophen und Weltkriegen durchaus vergleichen kann, was den Schweregrad angeht. Und wenn man dann eine Theorie hat, wie das alles zusammenhängt und sagt, das ist Corona gibt es gar nicht, das ist in Wirklichkeit sind das irgendwelche wirtschaftlich potenten Leute, die wollen uns irgendwelche Chips unter die Haut jubeln oder irgendwelche, es gibt da sehr abstruse, es gibt da auch weniger abstruse, es gibt sozusagen ein fließender Übergang, aber erstmal, wenn man da so eine Theorie hat, dann geht es einem ja erstmal besser, weil dann versteht man es ja. Die anderen verstehen es nicht, ich verstehe es, mir geht's gut, die anderen sind unsicher. Gleichzeitig ist es so, dass anders als bei psychischen Erkrankungen, wenn jemand jetzt zum Beispiel wirklich wahnhaft ist, zum Beispiel einen Verfolgungswahn hat, dann ist er alleine. Dann hat er das Gefühl, alle sind gegen mich und ich bin der Einzige. Das ist sehr, sehr stressig. Eine Verschwörungstheorie, die macht einen nicht einsam, sondern die verbindet einen mit den anderen Leuten, die die gleiche Theorie haben. Das ist was, was auch Gemeinschaft stiftet. Und natürlich in dieser Gemeinschaft fühlt man sich auch erstmal ein bisschen schlauer als die anderen. Auf der anderen Seite sind Verschwörungstheorien natürlich insgesamt eher stressig, weil das sind ja keine erquicklichen Theorien, sondern das sind immer irgendwelche Mächte, die da am Werk sind, die uns Böses wollen. Das sind irgendwelche Katastrophen oder irgendwelche schlimmen Dinge, die da vor sich gehen. Das heißt, die machen auch Angst. Man isoliert sich damit auch. Man muss natürlich die ganze Zeit, also die ganze Pandemie hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass Erkenntnisse immer wieder hinterfragt wurden und es neue Erkenntnisse gab, die sich dann wieder hinterfragt wurden. Wir lernen immer dazu. Es fing mit einer großen Unsicherheit an und wir wissen immer noch nicht alles. Und wir müssen natürlich dauernd nachsteuern. Und deshalb muss man natürlich auch diskutieren, kann man jetzt öffnen, kann man noch nicht öffnen. Das ist einfach, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und man weiß es ja gar nicht so genau. Irgendwas muss man einfach machen. Aber wenn man dann so einer Verschwörungstheorie anhängt, dann ist man dann in solchen Diskussionen einfach auch alleine. Man ist dann auch isoliert. Man muss dann solche Widersprüchlichkeiten auch ausblenden. Wenn man am Anfang gesagt hat, Corona gibt es gar nicht und wenn, dann ist es höchstens eine Grippe. Und dann mitkriegt, wie die Intensivstationen volllaufen, wie man Reportagen von Intensivstationen hört oder auch die Menschen
sieht, die auf der Intensivstation arbeiten und die einfach schreckliche Dinge erzählen, das muss man ja irgendwie, also das ist auch stressig, das, diese Widersprüche auszuhalten. Und am Ende steckt man doch einfach in einer Sackgasse, aus der man schwer wieder rauskommt. Es gibt tatsächlich eine Studie, die hat geguckt, wie wirkt sich eigentlich so eine Verschwörungstheorie oder das Anhängen von Verschwörungstheorien auf die psychische Gesundheit aus. Das will ich gar nicht im Detail erklären. Die wurden zu einem Zeitpunkt gefragt, ob sie solche Theorien richtig finden und wie ängstlich sie sind. Und dann wurden sie später nochmal gefragt, ob sie solche Theorien richtig finden und wie ängstlich sie sind. Und tatsächlich, das ist das rot umkreiste, waren die Leute, die zum ersten Zeitpunkt Verschwörungstheorien unterstützt haben, dann bei der späteren Untersuchung ängstlicher als die anderen. Da kann man sagen, dass Verschwörungstheorien die Angst eher größer machen als kleiner. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was kann man eigentlich tun? Und da muss man sich nochmal klar machen, wir leben in einer Krise historischen Ausmaßes. Also so ganz viel gegen Corona. Also wir haben alle dieses Problem, dass diese Pandemie uns überrollt hat, dass wir hilflos waren und dass man die große Lösung ist wirklich, haben wir noch nicht gefunden. Es geht jetzt eher darum, wie kann ich mit meiner Situation am besten umgehen? Und da geht es einfach darum, wie gehe ich überhaupt mit Krisen um? Da haben Leute, die Krisenerfahrung haben, zum Beispiel Menschen mit schweren psychischen Krankheiten, manchmal einen Vorteil, weil die das schon durchhaben. Die wissen, dass man, wenn es einem schlecht geht, man sich darauf besinnen muss, was habe ich eigentlich, was kann ich gut, was tut mir gut. Das nennt man die eigenen Ressourcen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Da gibt es äußere Ressourcen. Wenn man eine schöne Wohnung hat, geht es einem besser, als wenn man eine kleine, enge Wohnung hat, in der man sich nicht wohlfühlt. Wenn man einen Garten hat, geht es einem besser, wenn man Arbeit hat, wenn man gesund ist. Das sind äußere Dinge. Niemand hat alles, aber irgendwas muss man gucken, was habe ich eigentlich, was mir gut tut. Dann gibt es soziale Ressourcen. Das sind die Beziehungen, Familie, Freunde, wichtige Begegnungen, Vereine, in denen ich bin. Persönliche Ressourcen, das sind meine Fähigkeiten, meine Interessen, meine Hobbys, das, was ich kann, meine Ziele, meine Wertvorstellungen, alles, wo ich weiß, das ist mir wichtig. Und auf diese Dinge muss man sich besinnen. Das ist sozusagen eine fast psychotherapeutische Herangehensweise, dass man erstmal guckt, was habe ich, was kann ich und was davon würde mir in dieser Krise helfen oder was hat mir früher in Krisen, in anderen Krisen geholfen. Und dann versucht man das, so gut es eben geht, in der aktuellen Lage trotzdem zu verwirklichen. Zum Beispiel, dass man seine sozialen Netze trotzdem pflegt, auch wenn man sich nicht besuchen kann, dass man sich darauf einlässt und solche Online-Treffen mal ausprobiert oder zusammen spazieren geht, was ja trotzdem geht und so weiter. Dass man versucht, aktiv zu bleiben, obwohl man das Gefühl hat, man ist der ganzen Sache hilflos ausgeliefert, dass man doch versucht, das zu gestalten. Schlafhygiene, also pünktlich ins Bett gehen, ohne Handy, nachts nicht auf die Uhr gucken, sich nicht ärgern, wenn man wach ist, einfach liegen bleiben. Wenn man wirklich nicht weiter schlafen kann, dann aufstehen, woanders hingehen und erst wieder ins Bett gehen, wenn man sich wieder müde fühlt. Das sind alles so Tipps und Tricks sozusagen, die tatsächlich ganz gut sind, um den Schlaf zu verbessern. Rausgehen in die Natur, Routine, Struktur, das sind alles Dinge, die uns immer gut tun. Und dann gibt es ja vielleicht sogar positive Aspekte der Pandemie, die wir auch wertschätzen können. Also, dass man vielleicht in der Familie sich tatsächlich dann mehr gesehen hat oder sich viel besser um den Garten gekümmert hat, weil man viel mehr Zeit darin verbracht hat, wer weiß. Aber jetzt ist natürlich die Frage, das sind ja so allgemeine, das sind Ratgeber-Tipps. Aber die Frage ist eigentlich, ab wann bin ich eigentlich so belastet, dass ich professionelle Hilfe brauche? Also wann ist sozusagen die Schwelle erreicht, dass es nicht mehr eine Belastung ist, sondern eine Krankheit? Und das ist ein fließender Übergang. Man muss gucken, wie ist meine Funktionalität im Alltag? Kriege ich meinen Alltag hin oder nicht? Wenn ich hier nicht hinkriege, ist das schon mal ein Zeichen, dass es ernst ist. Wenn Dinge liegen bleiben, wenn ich einfach meine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Wenn ich einen hohen Leidensdruck habe, wenn die Symptome, die ich habe, mich einfach sehr, sehr belasten, wenn es mir schlecht geht. Und dann, wenn das Ganze nicht nur einen Tag dauert, sondern mehrere Wochen. Das spricht dafür, dass man darüber nachdenken sollte oder dass man zumindest mal mit jemandem darüber reden sollte, ob man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Schneller muss man sein, wenn es um lebensmüde Gedanken geht. Also Suizidalität, das haben wir zum Beispiel an der Studierendenstichprobe gesehen. Wenn 17% der Studierenden angeben, in den letzten 2 Wochen an mehreren Tagen Suizidgedanken gehabt zu haben. Das ist wirklich ernst. Es ist ganz wichtig, dass man, auch wenn man kein Psychiater ist, mit den Leuten, um die man sich Sorgen macht, auch über solche Dinge spricht. Dass man fragt,
geht's dir schlecht? Geht's dir vielleicht so schlecht, dass du gar keine Lust mehr hast, weiterzuleben, dass dir alles egal ist? Man kann das ja vorsichtig anfangen. Aber es ist nicht so, dass man die Leute, wenn man nach Suizidgedanken fragt, dann erst auf dumme Gedanken bringt. Suizidgedanken hat jeder, die sind überhaupt nicht originell. Das ist, wenn es einem sehr, sehr, sehr schlecht geht, dann kommen die einfach. Und das Schlimme ist, wenn man nicht drüber reden kann. Wenn man sich isoliert fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich habe die, aber ich kann das keinem erzählen, weil die anderen sonst solche Angst kriegen, dass ich die damit nicht belasten will. Und in dem Fall ist es gut, wenn man jemanden, um den man sich Sorgen macht, einfach darauf anspricht. Und wenn das so ist, dann muss man schnell Hilfe suchen. Das Gleiche gilt auch bei Fremdgefährdung, viel seltener, aber manchmal ist es so, dass Leute, die sehr schwer krank sind, auch tatsächlich Impulse haben, anderen was anzutun. Auch darüber ist es besser zu reden und sich dann Hilfe zu holen, als das zu tabuisieren. Dabei ist es für manche Probleme leichter und für andere Probleme schwerer, sich Hilfe zu suchen. Zum Beispiel reden wir alle wirklich viel über Depressionen, das ist gut. Zum Beispiel hier Nora Tschirner, die sympathische Schauspielerin, die ja nicht nur eine Depression hatte, sondern sogar eine Depression gespielt hat in einem Film und die sehr unbefangen und gut darüber spricht. Und die sagt, eigentlich müsste man das behandeln wie eine Grippe. Jeder müsste die Symptome kennen und wenn man die hat, dann geht man zum Arzt. Und zwar möglichst niederschwellig, damit es gar nicht erst so schlimm wird. Und das ist richtig. Gleichzeitig gibt es andere Krankheiten, über die es sehr, sehr viel schwieriger ist zu sprechen. Zum Beispiel eine Suchtkrankheit. Wenn man die Leute fragt, inwieweit ist man selber dran schuld, dass man die Krankheit hat, dann sagen das sehr, sehr wenig Leute bei Depression oder Schizophrenie. Aber bei der Alkoholabhängigkeit sagen das sehr viele. Wer ein Alkoholproblem hat, der ist erstmal selber schuld. Und wenn man das weiß und man hat ein Alkoholproblem, dann ist es wirklich schwierig, jemand davon zu erzählen. Weil man gleich denkt, was wird der sagen? Der wird sagen, dann hör doch auf zu trinken. Aber wenn es so einfach wäre, hätten wir diese Probleme nicht. Es kann durchaus Ausmaß einer ernsten Krankheit annehmen und dann muss man es auch behandeln. Die Behandlung von psychischen Krankheiten hat insgesamt in der Bevölkerung eher niedrige Priorität. Wir haben 2001 in der Allgemeinbevölkerung eine Umfrage gemacht und haben gesagt, hier sind 9 Krankheiten. Stellen Sie sich vor, es muss gespart werden. Jetzt dürfen Sie sich 3 Krankheiten aussuchen, bei denen man auf keinen Fall sparen sollte. Was sind die 3 wichtigsten Krankheiten? Und dann sagen fast alle Krebs und dann kommen Herz-Kreislauf-Krankheiten, AIDS, Diabetes und so weiter. Und ganz unten kamen die psychiatrischen Krankheiten, Schizophrenie, Depression, Alkoholabhängigkeit. Und das haben wir 2011 wiederholt und da zeigt sich ein ganz ähnliches Bild. Also AIDS ist ein bisschen weniger wichtig geworden. Dafür ist die Depression etwas wichtiger geworden und ganz unten sind immer noch die Schizophrenie und die Alkoholabhängigkeit. Und dann haben wir es jetzt im Sommer und Frühherbst 2020 nochmal wiederholt. Das sind also Umfragen in der Allgemeinbevölkerung, wo alle gefragt wurden, 3000 Leute. Und da zeigte sich, dass die Depression tatsächlich den Leuten wichtiger geworden ist. Wir wissen nicht, ob das jetzt die Pandemie-Erfahrung war oder ob das insgesamt ein Trend ist, dass man mehr über Depressionen reden kann. Das ist gut. Das war jetzt immerhin die viertwichtigste Krankheit, wichtiger als Alzheimer, wichtiger als AIDS und Rheuma. Aber die Alkoholabhängigkeit, die ja genauso häufig ist, die viele Leute betrifft und die wirklich eine schwere Krankheit mit erheblichen auch sozialen Konsequenzen ist, ist immer noch ganz unten. Die ist, was die Behandlung angeht, den Leuten nicht wichtig. Wahrscheinlich, weil man denkt, warum soll man das behandeln? Die müssen ja nur aufhören zu trinken. Und das ist unfair. Das heißt, haben Sie den Mut, auch Leute anzusprechen, von denen Sie den Verdacht haben, dass sie zu viel trinken? Je früher man das anspricht, desto besser kann man es behandeln. Und jetzt ist die Frage, ich habe jetzt ein Problem, wo finde ich eigentlich Hilfe? Und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und ich habe die hier mal so geordnet nach Schweregrad. Also nicht nach Schweregrad, sondern nach Dringlichkeit. Wenn ich Probleme habe und das Gefühl habe, ich musste mal mit jemandem drüber reden, dann gibt es Beratungsstellen, da kann man hingehen, da kann man anrufen, da kriegt man auch relativ schnell einen Termin, wobei ich jetzt gehört habe, dass es in Zeiten der Pandemie auch da manchmal gar nicht so einfach ist. Dann gibt es den Hausarzt, die Hausärztin, wichtiger erster Anlaufpunkt, weil die Hausärzte natürlich auch wissen, wo sie einen hinschicken können und auch einschätzen können, wie schwer das Problem ist. Dann gibt es die Fachärzte und Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie und die PsychotherapeutInnen, bei denen man sich auch um Termine bemühen kann. Das wird dann allerdings tatsächlich schwieriger, weil die schon alle so überlaufen sind. Dann gibt es die Institutsambulanzen in den Kliniken und dann gibt es die stationären und teilstationären Angebote. Das ist also, Sie merken, jetzt wird es richtig ernst. Und dann gibt es am Ende den Notarzt. Wenn es also ganz dringend ist, dann sollte man sich nicht scheuen, einfach die 112 zu wählen, um den Notarzt zu holen. Und parallel dazu gibt es die ganze Selbsthilfe. Eine sehr wichtige Ressource,
Selbsthilfegruppen, Peer-Beratung, also Beratung durch Leute, die selber Erfahrung haben. Ich habe noch mal hier auf die Folien Internetadressen gepackt von sozusagen so Selbsthilfeadressen. Also das eine ist eine Seite des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, ein Kurzprogramm zur Selbstanwendung in der Pandemie. Und der Berufsverband Deutscher Psychologen hat auch Tipps zum Umgang mit der Krise gemacht. Da kann man mal drauf gucken. Was ich ziemlich gut finde, ist die Internetseite der Stadt Leipzig, wo alle Beratungsangebote, aber auch alle anderen Angebote aufgeführt sind, und zwar mit Kontakt. Da sind auch Veranstaltungen aufgeführt, da sind auch Online-Vorträge angekündigt. Also da kann man sich wirklich gut informieren und findet auch Anknüpfungspunkte, wo man hingehen kann. Und dann gibt es immer die Telefonseelsorge, die man ja gebührenfrei anrufen kann. Man kann denen auch inzwischen E-Mails schreiben. Auf der Webseite telefonseelsorge.de findet man die E-Mail-Adressen. Das heißt, da hat man eigentlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach eine von denen ergreift und dann guckt, wie weit einen das bringt. Und wenn es einen nicht so weit führt, muss man eben die nächste Möglichkeit ausprobieren. Und damit bin ich jetzt am Ende meines Vortrages über die psychischen Folgen der Pandemie. Freue mich über Ihre Fragen. Und setze meine Maske aus, weil jetzt Professor Roth wieder in den Raum kommt und wir uns gemeinsam Ihren Fragen stellen. Ja, Herr Professor Schomerus, wunderbar. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich denke, es gab eine ganze Menge Anregungen. Es gab auch sehr viele Fragen im Chat und ich versuche das mal in dem Sinne etwas zusammenzufassen, weil manches etwas redundant ist und sich vielleicht wiederholt oder... Und ich versuche das mal so zu übersetzen, wie ich das jetzt im Schnelldurchgang vielleicht verstehen kann und hoffe, dass damit auch Ihre, als Zuschauer, Ihre Fragen dann richtig übersetzt oder richtig angebracht werden. Und einiges, wie gesagt, ein bisschen zusammengefasst. Und ich würde es mal ohne Wertung, einfach so, wie ich es während des Vortrags aus den Chats mir notiert habe. Hier ist zum Beispiel die Frage, vielleicht eine ganz wichtige Frage am Anfang, hätte die Psychiatrie oder die Psychologie im Rahmen der Pandemie mehr Verantwortung übernehmen müssen? Also wir haben uns wirklich bemüht, unserer Verantwortung gerecht zu werden, kann ich mal sagen. Und ich glaube, wie wir alle, ganz am Anfang war das schwer. Wir hatten tatsächlich Angst, dass wir die Infektion in unsere Klinik bekommen und haben uns sehr, sehr bemüht, uns da abzusichern, weil wir dachten, wir wissen, dass Menschen mit psychischen Krankheiten besonders schwere Verläufe von Covid-19 haben. Das zeichnete sich damals schon ab. Wir hatten also Patienten, die wir besonders gut schützen mussten. Es gab keine Impfung und deshalb ein sehr strenges Management, wo wir eher versucht haben, die Klinik wirklich nur für die absoluten Notfälle bereit zu halten, was dazu geführt hat, dass wir viele Menschen nicht behandelt haben, die wir unter anderen Umständen behandelt hätten. Wir haben zum Beispiel unsere Tagesklinik eine Zeit lang komplett zugemacht. Das ist inzwischen anders. Wir sind inzwischen geübter. Es gibt die Impfung. Wir können deshalb auch ein bisschen entspannter sein, weil jeder sich auch selber schützen kann, also jedenfalls viele Leute. Am UKL haben da wirklich auch für medizinische Psychologie, also alle Psychofächer sozusagen, sehr gut zusammengearbeitet und haben versucht, Angebote zu machen, die dann auch zum Teil sehr gut angenommen wurden. Genau, also insofern, ich kann nur sagen, wir haben uns bemüht. Ja, es geht vielleicht ein bisschen in dieselbe Richtung, die Frage, und ich will mich auch überhaupt nicht scheuen, diese Fragen zu stellen. Dann die Rolle der politischen Entscheidungen, hat das nicht auch aus Ihrer Sicht eine Auswirkung auf psychische Belastungen der Menschen? Eigentlich durchgängig, heute so, heute hü, morgen hot, dann machen wir es so, dann machen wir es so, die Medien sind voll, die Zeitungen sind voll, jeder gibt seine Ansicht wieder, das ist auch immer mit einer gewissen, möglicherweise mit Widerspiegel der politischen Entscheidung, die dann möglicherweise auch sich widerspiegelt, der politischen Entscheidung, die dann möglicherweise auch sich widerspiegelt, dann der politischen Entscheidung, die dann möglicherweise auch sich widerspiegelt dann in der psychischen Belastung der Bevölkerung. Also das kann man ganz klar bejahen. Diese Polarisierung ist ganz arg belastend. Und zwar egal, auf welcher Seite der Pole man jetzt steht. Ich glaube, das macht gerade keinem Spaß.
Wir alle haben auch eine Sehnsucht danach, uns wieder zu verständigen, auch mal wieder über andere Themen zu reden oder irgendwie wieder auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Ich weiß aus Gesprächen, dass Leute, die sich aus verschiedenen Gründen zum Beispiel nicht haben impfen wollen, sehr, sehr darunter gelitten haben, dass sie sich sehr stark dafür rechtfertigen mussten und dann zum Teil auch unfair sich angegangen gefühlt haben. Gleichzeitig weiß man auch, dass die Impfgegner zum Teil auch nicht zimperlich sind und auch ganze Bevölkerungsgruppen als Schlafschafe bezeichnen oder so. Also ich glaube, dass da auf beiden Seiten wirklich auch mit einer gewissen Vehemenz dann auch Porzellan zerschlagen worden ist. Was ich mir dadurch erkläre, dass wir einfach jetzt wirklich alle gestresst sind. Also keiner entkommt dem. Es ist ein massiver Einschnitt. Und ob man sich jetzt darüber aufregt, dass diese ganzen Maßnahmen viel zu streng sind und unser Leben ruiniert wird, weil die Leute sich zu viele Sorgen machen. Oder ob man sich darüber aufregt, weil nicht genug getan wird, weil die Kinder in die Schulen geschickt werden, obwohl es da Infektionen gibt und man wahnsinnige Angst um sein Kind hat, was man ja in die Schule schicken muss. Also da gibt es auch berechtigte Ängste und das alles macht, stresst uns und das macht es schwer, sich mit jemandem auszutauschen, der eine andere Meinung hat, weil es uns allen so nahe geht. Und ich glaube, das müssen wir erstmal akzeptieren und versuchen, da ein bisschen drüber zu gucken. Die Pandemie wird ja irgendwann vorbei sein und wir sollten gucken, dass wir auch danach uns noch, also die Beziehungen, die wir haben, dass die auch danach noch tragen. Auch wenn man sich im Moment, weil man da unterschiedlicher Meinung ist, nicht mehr viel zu sagen hat. Ja, Sie haben das schon schön angesprochen. Es kam auch direkt diese Frage, der Impfdruck letztendlich, ob man den nicht auch als Diskriminierung empfinden kann. Gerade was uns natürlich auch, Sie sicherlich auch mich, auch uns alle bewegt, weil wir Mitarbeiter haben, die sich nicht impfen lassen wollen und die gehören ja trotzdem irgendwie zu uns und jetzt so die doch für Einzelne, denke ich mal, das Gefühl ausgegrenzt zu werden, dass damit auch eine psychische Belastung erfolgt? Also die Belastung ist ganz klar da. Ich denke, man muss einfach gucken, dass man sachlich bleibt. Gesetze sind Gesetze, Beschlüsse sind Beschlüsse und es gibt Argumente für eine Impfpflicht, es gibt Argumente gegen eine Impfpflicht und es gibt Politiker, die Entscheidungen treffen müssen und wenn die getroffen sind, dann muss man sie auch akzeptieren, aber das ist natürlich, das ist stressig und ich sehe durchaus die Belastung und ich glaube, wir müssen uns einfach immer klar machen, dass wir hier in einer absoluten Ausnahmesituation sind, wo es auch so, also wo sozusagen dieser ganze Druck der Pandemie einfach sich dann in den kleinen Beziehungen im eigenen Arbeitsumfeld sich quasi entlädt, weil man sich dann über solche Sachen wie Impfungen total echauffieren kann, obwohl die Leute, die da am Tisch sitzen, tatsächlich gar nichts dran ändern können. Die haben weder die Gesetze gemacht, noch sind sie dafür verantwortlich, wie schnell oder in welcher Form die dann durchgesetzt werden und so. Das ist, Ich glaube, das kann man nicht psychiatrisch lösen. Ja? Das sind keine psychiatrischen Probleme, das sind gesellschaftliche Probleme, die müssen wir alle irgendwie lösen. Und da sind wir, glaube ich, alle mehr oder weniger davon betroffen und auch ein bisschen ratlos, wie wir da jetzt wieder gut rauskommen. Die Pandemie ist auch noch überhaupt nicht vorbei. Und ich glaube, wir müssen einfach nur uns wieder auf so Sachen konzentrieren wie ein ziviles Miteinander, dass man selber für sich weiß, dass man freundlich bleibt, dass man andere auch anders sein lässt und so weiter. Ja, ich glaube, da sind einige Fragen, denke ich, hoffe ich, hinreichend für Sie beantwortet, auch im Chat. Es gibt noch eine ganz konkrete Frage, ganz praktisch. Gibt es eine Anlaufstelle für Patienten mit Long-Covid, mit psychischen Erkrankungen bei uns am UKL? Ja, es gibt die Long-Covid-Ambulanz und da kann man sich das findet man über die Webseite, die Long-Covid-Ambulanz. Und die ist sozusagen erstmal für alle Leute mit Long-Covid zuständig. Und die untersuchen einen dann und screenen auch und verteilen dann. Die würden einen dann weiterleiten in die verschiedenen Ambulanzen. Und wir haben auch in unserer Psychiatrie ein Angebot für Menschen mit Long-Covid und psychischen Beschwerden. Und in der Klinik für Psychosomatik gibt es das auch. Und wenn Sie jetzt aber vor allem psychiatrische Beschwerden haben, dann können Sie sich natürlich auch in unserer Ambulanz melden und versuchen, da einen Termin zu bekommen oder über den Hausarzt zu einem Psychiater zu gehen. Ja, dann, Herr Professor Schomerus, ich danke
bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch, für diesen wunderbaren Vortrag und auch für die Aufarbeitung auch kritischer Fragen. Das ist sehr spannend und tatsächlich so, vielleicht gibt es ja auch, ist ja auch die Auseinandersetzung für uns alle im Ergebnis auch eine Möglichkeit, uns dann wieder zu finden, weil man doch auch den anderen in seinen Ansichten doch gelernt hat, zu respektieren, nicht nur darüber zu sprechen, dass man das machen soll, sondern in einer solchen schwierigen Situation wie dieser jetzt dann auch wirklich real erlebt und durchführt. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie heute Abend zu Gast waren. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Ich würde Sie gern einladen, am 13.04. diesen Jahres zu einem Vortrag über den familiären Brust- und Eierstockkrebs, riskante Erblast im Körper, für wen ist ein Gentest sinnvoll? Da wird Frau Professor Aktasch aus unserem Uniklinikum sprechen und ich verspreche Ihnen, auch das wird ein wirklich interessanter und für viele wichtiger Vortrag werden. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.